Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert und ihr Verlag Zollnay haben die erneute Einladung zum Literaturfestival Haberfront abgelehnt. Nun sei es zu spät, sagte Zollnay-Verlagsleiter Herbert Orlinger der Deutschen Presseagentur. Eckert sollte als eine von 8 Kandidaten für den Klaus-Michael-Kühne-Preis, der für den besten Debütroman vergeben wird, am 14. September im Hamburger Nordspeicher auftreten. Mitte August erscheint ihr Debütroman O Mama. Nachdem der Betreiber des Veranstaltungsortes Sicherheitsbedenken im Fall eines Auftritts Eckerts formuliert hatte, hatte das Festivalteam sie ausgeladen. Kritiker werfen der Kabarettistin vor, rassistische und antisemitische Klischees zu bedienen. Sie wurde wieder eingeladen, nachdem die Lesungen im Wettbewerb nicht mehr wie geplant im Nordspeicher, sondern an einem anderen Ort stattfinden sollen. Das Hin und Her der vergangenen Wochen sei an der 27-Jährigen nicht spurlos vorbeigegangen, sagte Orlinger. Sie stehe enorm unter Druck.